Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion Day 2 im Ranglistenmodus. Early Game Kartell wird gewählt. Wir könnten natürlich. Wir nehmen den Champion mal mit. Welcome to Nova. Okay, das ist eine gute Kombination. Aber so wirklich Schaden ist nicht so da, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Also außer den beiden. Könnt mit dem Casket starten. Ach, den will ich aber nicht zum Champion machen, den Scheiß. Nee, ich warte mal noch ab. Ich weiß nicht, vielleicht den Waldläufer oder so. Brecher. Okay, Crab Lord. Das dauert natürlich ein bisschen. Zwei Piepen fehlen mir, was? Es macht wahrscheinlich schon Sinn, ihn zum Champion zu machen. Das macht schon Sinn. Auf den scheiß Casket würde ich das nicht machen. Ja, wird sie gerade schaffen. Eher nicht. Okay, er hat noch Bienen dazu gepackt. Nehmen noch einen zweiten Archer mit. Noch eine zweite Schnecke rein. Könnte man vielleicht was rausholen. Nee. Dadurch, dass er die Wurstqualle platziert hat, sieht es nicht so gut aus. Kann auf jeden Fall einen Blocker mitnehmen. Ein Versuch war es wert. Nächste Welle. Nächste Welle ist eigentlich gut. Könnt theoretisch hier vorne noch einen hinstellen. Schwierig, ja? Ist ganz komisch, was ich hier baue. Jetzt steht nur ein Casket da. Dann wir auf jeden Fall noch einen Auerochsen hinsetzen.
Ja, Pyro. Ah, Pyro ist tot. Regeneriert zu stark. Also vielleicht auf 6. 6 macht Sinn. Die regeneriert ein paar Hitter. Gut, zwei Piepen haben oder nicht haben, ne? Dann nimmt man die zwei Piepen lieber mit. Das heißt, wir gehen auf 6. Könnten da natürlich noch Popos reinhauen. Aber noch auf 6 gehen, gerade für den Pyro. Nee. Das möchte ich nicht. Kaskett aufwerten, okay. Wäre eine Option. Aber das scheint mir schon fast besser. Einer geht noch. Wenn er jetzt die Biene abkriegt? Nee, schade. Okay, ich hab's nicht. Er hat geblockt, Kacke. Ah, schon finale Form, okay. Schade. Aber mir fehlt die Frontline. Deswegen gab man den Kasket mal auf. Mal Upgrades. Eventuell auf 10. Aber wer weiß. Können wir Loco noch mitnehmen? Lass mal nichts schicken. Ja, das sollte auch haben. So, Kasket nochmal aufgewertet. Hier bewerten wir den schon mal auf. Ich mach weiter King. Aktuell komme ich da nicht durch. Das, was er stehen hat, deswegen einfach ganz entspannt aufwerten. 9. Sollten auf 10 gehen. Gerade für die drei Pyros.
So, der erste steht. Ich stell dir mal lieber ein bisschen weiter hinter. Oder? Können auch so machen. Gefällt mir besser. Ja, rechts ist auch ein bisschen zu schwach. Da kommt der zum Atom wohl durch. Alter. Ich frage mich zwar, warum der 6 Robos geschickt hat, so für den Grawl. So, wir machen jetzt. Könnten ein bisschen. Also, ein Robo würde ich vielleicht reinschicken. Dann danach. Ich fertig auf. Hätte ich eigentlich vorher schon Blocker holen können. Egal. Haben aufgerüstet. Gucken, was wir noch reinkriegen. Nein, ist doch was Schaden, sind die hier. Ja, 100er Aufwertung gemacht. Aha, Leviathan. Finale vom Tod. Sehr schön. Worker für mich. Beide durch. So will man das sehen. Ah, die gute Knete. Sehr schön. Wir machen das. Dass wir uns ein bisschen Kohle noch reinkriegen. Auf jeden Fall hier ein Upgrade. Könnten auf 13, 14 gehen. Ja, 14 für ihn. 15. Ach, ich weiß nicht. Lass mich überraschen. Ich lass mich überraschen. Oder inspirieren. 13 wäre schon gut. Muss halt Stich mit reinschicken. Schwein nicht schlecht. Dich werte ich auf und wenn ich dich aufwerte, habe ich zu viel ausgegeben. Machen wir so. Doch, Pyros bauen wollen wahrscheinlich. Also wie die ganzen Robos. Verstehe nicht, warum wenn ein Robos durchkommt. Eigentlich müsste er andere Sachen schicken.
Also es wäre sinnvoll zumindest. Hm. Oder halt wesentlich mehr schaffen. So einmal kann ich noch, na. Dann hier einmal den hinbauen. Noch ein Schwein. Und dann knallen wir nächste Runde die Worker raus. Also noch mehr. War aber doch nicht die richtige Entscheidung. Okay, hat er halt noch den Phönix gebaut, ne? Hm. Dann geht's auf den King weiter. Erstmal. Für ihn wäre 17 gut. Für mich so semi. Er kackt immer bei den Robos ab. Bau doch mehr Wurzelquallen vorne hin oder so. Was weiß ich. So, wir werden hier auf. Einen baue ich noch. Haben wir noch ein Casket hin? Machen wir so. Jetzt die 15 wäre theoretisch für mich gut gewesen. Auch keine Pyros gebaut. Die 17 ist hier gut. Viel magischen Schaden. Ja, machen wir. Gehen wir auf 17, machen Long Save und holen das Ding nach Hause. Das ist der Plan. Den werte ich mal auf. Keine Piepen. Hm. Dann machen wir noch Atome hin, um die Lücken zu füllen. Für ihn bietet sich wahrscheinlich ein Kraken an.
auf jeden Fall das. Ich wollte das noch mitnehmen. Und eine Hexe vielleicht noch. Jo. Den Rest fülle ich jetzt mit Urobos auf. Mit dem restlichen Gold, was ich dann noch übrig habe. Und dann passt das. Ich habe jetzt echt lange gesammelt. Es wird ein dicker Cent. Und für ihn der Kraken richtig gut. Das muss er erstmal blocken. Sind beide drunter, genau wie wir. Das sieht sehr gut aus. Der King ist aber voll mit noch 80%. Nö, sieht gut aus. Gewonnen. Victory. Sehr schön. Ihm den Kraken schenken zu lassen, war die richtige Entscheidung. Perfekt. So, eine weitere Runde Legion. Schaut auch gerne bei anderen Videos vorbei. Like, Abo oder wie immer, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.